Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS Gutshof Projekt. Und meine Güte, guckt euch das Wetter an. Es regnet. Na tolle Wars. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir machen können. Aber da fällt mir schon eine Sache ein, denn wir gehen hier gleich mal in unsere neue Halle rein und fangen an mit der Arbeit. Erstmal das Tor auf und da steht da schon unser guter neuer Telelader. Mein Lieblingsgerät, muss ich ja mittlerweile mal so sagen. Und zwar starten wir. Und ich würde sagen, wir machen erstmal so ein bisschen die Schafe klar zum. Und holen die Paletten da weg. Beziehungsweise, ja, räumen da ein bisschen auf. Dafür kann ich ja hier einfach ganz entspannt mal den Telelader rausfahren, ohne selber vorfahren zu müssen. Huch. Genau, und ich muss sagen, es ist eine. Ein wenig her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, denn ich habe die ganzen Folgen ein bisschen vorproduziert, damit ich ja, mir auch sicher gehen kann, dass ich Aufnahmen habe, weil im Moment ist es halt relativ stressig alles, weil ich gehe ja tagsüber arbeiten und dann habe ich meistens abends kaum oder selten noch Zeit, irgendwie die Aufnahmen zu machen. Und das hat mich dann halt auch ein bisschen gestört und das fand ich dann halt auch doof. Deswegen gab es dann irgendwie ein paar Tage keine Folge, aber da habe ich mir gesagt, komm, dann mache ich das so, dass ich die halt so ein bisschen vorproduziere und die dann so nach und nach, ja, dass ich die halt vorproduziere für die Woche. Ne, damit dann halt auch auf jeden Fall welche kommen. So. Nun gut, jetzt fahren wir hier erstmal die Palette hier irgendwie rein in die Halle. Gucken, ob ich die hier noch gerade gezogen kriege. So, wunderbar. Dann schiebe ich die nochmal nach da hinten. Zack, wunderbar. So läuft das hier. Genau, und deswegen muss ich hier auch erstmal wieder reinkommen in die ganze Geschichte. Und ja, so sieht das aus. Und ich muss euch was sagen, denn ihr habt mir mehrfach in die Kommentare geschrieben, Bauer, die Modlist ist nicht aktuell und ich hatte es ja gesagt in dem Video und hab gesagt, wenn ihr jetzt guckt, dann ist sie aktuell. Aber ich muss gestehen, ich habe es verpatzt und ich habe es nicht geschafft, die dementsprechend anzupassen. Das tut mir natürlich sehr leid und das werde ich auch auf jeden Fall schnellstens nachholen. Nur das eine Problem ist, dass ich einige Mods einfach runtergeladen habe, aber mir vergessen habe, den Link zu speichern, damit ich den in die Modliste packen kann. Und jetzt muss ich die erstmal wieder raussuchen, wenn man so will. Ja, um die halt... Oh, falsche Taste. Um die halt euch verlinken zu können. Und da bin ich aktuell dabei. Und ja, suche diese Mods und dann werde ich die natürlich euch auch verlinken. Das möchte ich euch ja nicht vorenthalten, so. Na? Nur, dass ihr da grob Bescheid wisst, warum das Ganze und weshalb und keine Ahnung. Ne? Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und wir gucken mal kurz rein hier, wie es unseren Tierchen geht. Wir brauchen hier auf jeden Fall Gras und Heu. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Oh, Wasser, Stroh. Hafer, Heu, eieieiei, okay. Das heißt, wir werden, denke ich mal, heute so ein bisschen uns erstmal ein bisschen wieder um die Tierchen kümmern. Damit es denen natürlich auch gut geht, ist ja klar. Das heißt, wir werden mit dem Telelader, würde ich fast behaupten, fahren wir mal da hoch. Und zwar schnappen wir uns hier hinten nochmal den Wasserbehälter. Und nehmen den mit, den können wir ja mitnehmen mit dem Telelader, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, guck mal, das geht. Wunderbar, guck an. Nettes Gespann. Ha, diese Reimskills hier wieder heute. Sind am Start. So, dann fahren wir schnell zu den beiden Pferdchen. Und ihr habt mir immer noch keine Namen für die Pferde in die Kommentare geschrieben, Freunde. Also bitte an der Stelle nochmal der Aufruf. Schreibt mir doch gerne zwei Namen in die Kommentare, wie wir die Pferde nennen wollen. Denn das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Dann kriegen die nämlich endlich mal einen Namen. Und heißen nicht Standardpferd 1 und Standardpferd 2 oder so. Sondern dann haben die auch vernünftige
vernünftige Namen. Das fände ich total cool. Gut, genau, und ansonsten, ja, was gibt es sonst noch? Achso, ihr könnt natürlich weiterhin Bilder einsenden unter auf meiner Webseite bauerlp.de unter dem Reiter Bauer Network und dann unter Bilder einsenden, falls ihr irgendwelche coolen Bilder habt, könnt ihr damit am einem, ja, da machen wir so einen Contest quasi draus, sobald wir dann mal ein Bild haben, werden wir da auf jeden Fall mal welche präsentieren aus der Community. Das fände ich auch ziemlich cool, wenn wir da mal langsam uns ein bisschen aktiv zeigen hier. Denn mehr als einfach nur anbieten kann ich natürlich auch nicht in dem Fall. So, Wasser haben wir wieder. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Stroh. Da haben wir noch ein paar Strohballen, die jetzt natürlich im Regen liegen. Ich weiß, ja. Ist okay. Ist zwar nicht schön, aber nützt ja nichts, so, ne? So, dann lassen wir den Anhänger hier erstmal stehen. Zack. Holen uns da hinten mal einen Strohballen ab, so. Und klatschen den da rein. Und dann sind die Pferde auch schon mal wieder ein bisschen zufriedener. Zack. Wunderbar. Guck an. Guck an. Das finde ich ist echt geil, ne, mit dem Gerät, ey. Das feiere ich so extrem, Freunde. Das könnt ihr mir nicht vorstellen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ach so, falscher Trigger. Wo muss denn das Ding hin? Ah, das muss man, glaube ich, da drinnen, da rein, ne? Ah, okay. Auch nicht, haben die Stroh genug? Nö, Stroh brauchen die doch. Hey, hallo, nimm doch mal mein Stroh. Oder wollen die das hier haben? Ey, ihr seid aber auch undankbar, ne? Ihr wollt nichts haben von mir, oder was? Hier auch nicht. Ist doch Stroh hier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Dann fahren wir nochmal hier vorne hin. Auf den Trigger. Auch nicht. Hä? Ist aber komisch. Ey, jetzt geh doch. Der nimmt das nicht, ne? Warum nimmt er das denn nicht? Ist das Stroh, ist Stroh jetzt zu nass oder warum wollt ihr das nicht mehr? So, hier, nimm mal das Stroh mit jetzt. Hier, Pferdchen. Für dich, extra für dich organisiert. Hallo, Pferdchen, gehst du ein bisschen immer aus dem Weg da oder was ist da los? Ja, Achtung, ich nimm den mal zur Seite, dann kannst du da auch durch. So, wunderbar. So, hier in die Box rein oder was? Ich verstehe es nicht. Weil, guck mal, hier ist doch eigentlich der Trigger dafür. Also ich weiß nicht, ob das für Stroh ist. Wo hatten wir denn den letzten Strohballen eigentlich hingetan? Wo haben wir den letzten dann hingetan? Oder müssen wir es einfach da auf die Weide fahren? Das ist natürlich die Frage. Komme ich da durch? Ich steig mal aus. Mach mal hier die. Da komme ich, glaube ich, gar nicht durch, ne? Naja, das kannst du knicken. Aber wir haben ja einen Telelader. Können wir das Ding ja nochmal ein bisschen. Huch. Ein bisschen da reinschieben. Aber da will er es auch nicht haben. Was soll denn das? Na, dann nehme ich das Ding halt wieder mit, wenn ihr das nicht wollt. Also ich bitte dich. Pferd 1 und 2, ihr müsst doch mal hier ein bisschen mitspielen, ne?
So. Jetzt packe ich den hier nochmal hin. Entweder der nimmt sich das da gleich weg oder halt auch nicht. Dann ist es halt auch egal. Vielleicht ist er ja gleich einfach verschwunden und dann wurde das eingestreut oder so. Aber merkwürdig ist das schon. Komisch. Huch. Naja, gut. Fahren wir erstmal wieder zurück zu unserem Hof. Und schauen mal, was wir da noch alles zu erledigen haben. Denn das eine Feld wird aktuell, habe ich glaube ich schon fast vergessen zu sagen. Das eine Feld wird nämlich aktuell von dem Helfer angepflanzt. Nochmal neu mit Hafer, damit wir natürlich auch was für die Pferde haben. Und dann können wir hoffentlich, wenn das Wetter mal wieder ein bisschen besser wird, können wir dann das andere ernten. Aber vorher müssen wir natürlich noch Unkraut spritzen und düngen und den ganzen Pipapo und Tralala. Deswegen ist meine Überlegung schon fast, dass wir uns unser Geld jetzt sparen auf noch einen zweiten Trecker irgendwie mal. Damit wir zumindest dann für solche Situationen gewappnet sind, dass wir dann halt schon mal weitermachen können, wenn der Helfer oder irgendwie was anderes da am Start ist und irgendwas am Machen ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, dann stellen wir den Anhänger da wieder hin. Am besten... Ah, warte mal, ich muss da noch mal... Ich muss da noch mal drehen, so. Noch mal nach vorne. Am besten fährt man mit dem hier auch echt rückwärts rein, ne? So, dann schieben wir den da so hin. Zack. So, ich glaube, hier können wir den ganz gut stehen lassen. Wunderbar. Dann haben wir das nämlich schon mal gemacht. Und dann packen wir die Gabel hier erstmal wieder hin. Zack. Und und erstmal hier runter. Und... Hallo? Abgehangen. Wunderbar. So, einmal Wolle haben wir zumindest schon mal im Trockenen. Das ist gut. Dann gehen wir nochmal rüber auf den anderen. Hier nämlich Motor starten. Da müssen wir nochmal kurz gucken, ob wir eventuell noch eine Strecke machen müssen. Schauen wir nochmal schnell rein. Ja, das war vom Timing her eigentlich perfekt, ne? Weil der Helfer hat das hier echt gut mal durchgezogen. Und das sieht auch gut aus. Hat er alles gemacht hier. Ich hätte schwören können, er hätte irgendwas vergessen, aber hat er alles gemacht. Hervorragend. Gut, dann möchte ich jetzt schnell einmal schnell die Dings holen, die hier, sag mal schnell, die Spritze, genau, die Spritze wollte ich holen. Und dann einmal das Unkraut spritzen und dann einmal düngen auf jeden Fall, weil bevor wir das nicht düngen, bevor das wächst, wäre natürlich schade drum, ne? So, dann fahren wir hier mal schnell rückwärts rein da in den Schuppen. Oh. Ja, das war ein bisschen schrägonal, wie man so schön sagt, ne? Ah, das ist jetzt auch nicht so optimal, aber ist okay. Ist okay. So, andere Box rein da. Und dann geht das hier ab wie Schmitz Katze. Huch, so. Da habe ich jetzt natürlich noch Dünger drin. Den will ich jetzt erstmal aber wieder gerne hier rauswerfen. Den brauchen wir später. Und dann holen wir uns nämlich erstmal hier eine Runde Fertilizer. So, erstmal hier Fertilizer auffüllen. Da kommt, den nehmen wir auch noch mit. Aha. Ja, da müssen wir tatsächlich dann bald nochmal Neues holen. Ah, wir haben ja sogar hier noch ein bisschen Gras. Fällt mir gerade ein. Und Silage haben wir auch noch. Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr, Freunde.
Und ich würde sagen, ich werde vielleicht, wenn ich daran denke oder wenn ich das schaffe, werde ich hier in der Aufnahme-Zwischenpause, werde ich dann hier weiter machen, damit wir das jetzt nicht unbedingt in der Folge machen müssen. Es sei denn, ich, oder wir machen das. Ich meine, wir können es auch in der Folge machen. Theoretisch können wir das natürlich auch in der Folge machen, hier mit dem Dünger spritzen. Aber wie gesagt, ich entscheide mich da gleich spontan mal zu. Wenn euch das Ganze hier auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und tut mir einen Gefallen, checkt auch mal Instagram ab. BauerLP heiße ich da. Und lasst auch gerne dort mal ein Follow da. Da gibt es auch demnächst auf jeden Fall nochmal ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff. Oder gibt es tatsächlich auch teilweise schon. Deswegen checkt das ab und alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis morgen. Ciao, ciao.